Hallo meine Lieben, ich habe heute für euch einen aufgebrauchten Leer gemacht. Ja, es ist diesmal wieder sehr, sehr viel geworden und ich würde sagen, wir fangen uns schon mal an. Und zwar würde ich sagen, fangen wir diesmal mit den Badeprodukten an, da es nämlich nur eins ist, ist das schnell erledigt. Und zwar wieder ja, von meiner Tochter das Shampoo, ihr Duschgel von Bübchen. Die Bübchenprodukte haben inzwischen eine andere Form, eine andere Farbe und ja, ein anderes Bild. Also das Lila ist ein bisschen blasser geworden und das hat nicht mehr hier diese Kugel drin, sondern es ist ja ebenmäßig, hat seine Vor- und seine Nachteile. Und ja, dann ja, haben die Kinder eine Pizza aus Gummibärchen mit in die Schule gekriegt. Also nicht die komplette Pizza, sondern jeden Tag so ein kleines Stückchen von diesen Gummibärchen. Was ich mega süß finde, ist natürlich halt auch die Verpackung und die halt wirklich so pizzamäßig aufgemacht ist. Dann ist alle gegangen, leicht und kross, Knusperbrot, Goldweizen. Und das ist ja von der Marke Crison, genau. Crison. Crison macht ja auch Kekse und dann, ich muss alles ein bisschen wieder herräumen, habe ich wieder bei meinem Müsli bestellt gehabt. Und zwar hatte ich wieder so 6 kleine Müsli to go dabei. Einmal Super Schock, ist natürlich mit verschiedenen Schokoladen. Zartbitter, weißer Schokolade und Schoko Crunch, Haferflocken, Kakaopulver, Kakaoraspeln. Und ja, also wirklich, man kommt auf seine Schoko-Richtung. Und dann war natürlich auch noch ein neues dabei, Honig-Nuss-Müsli, hier natürlich Apfelzimt-Crunch, Hafer, Nüsse, ein bisschen Honig, Haselnüsse, Cashewkerne und Mandeln sind drin. Und ja, also mega, mega lecker. Es ist eine leichte Honignote, also ja, es ist nicht ganz so süß. Dann ist natürlich auch diesmal Kaffee, diesmal nicht ganz so viel Kaffee wie sonst, sondern nur eine Packung ist leer gegangen, da gerade ja, ein bisschen so auf Kaffee verzichtet wird, beziehungsweise ja nicht gerade so die Lust und Laune nach Kaffee vorhanden ist. Ich tue nur gerade alles mal so ein bisschen wieder runterschmeißen. Ja, damit ich wieder hier so ein bisschen Platz habe am Tisch. Dann gab es auch mal wieder Quarkschmarrn. Ohne Rosinen, mega lecker zum Frühstück, kann ich das nur empfehlen, beziehungsweise zum Brunchen. Ja, ganz einfach, man braucht nur Milch und Ei und Eis zusammenrühren und dann in die Pfanne und ja, geht zügig, schmeckt lecker. So, dann Alnatura, einmal wieder ein Haferriegel und Knabbereulen sind wieder auch alle gegangen. Sowas ist auch perfekt zum, ja, für unterwegs oder wenn man wandern geht, Ausflüge plant mit Kindern oder für die Feschbarbox. Und dann, ja, Pistazien wieder so abends ein bisschen was zum Naschen. Ja, oder halt auch was für die Feschbarbox, so Kleinigkeiten. Und dann Katjes Wunderland, die Fleck Edition. Ich dachte, okay, ist neu, Katjes und die Einhorn-Variation habe ich ja schon viele gegessen und ich war nie enttäuscht und ich war immer begeistert, hat mir bis jetzt immer geschmeckt, außer diese Variante. Es sind Gummibärchen dabei, die schmecken mir, aber es sind auch Lakritz-Figuren dabei und ich mag keinen Lakritz. Und ich habe extra hinten bei den Zutaten geguckt und
Ja. War halt ja, ein Fehlkauf. Beziehungsweise Kinder mögen Lakritze und so haben die halt die Lakritze gekriegt, nicht die Gummibärchen. Das Blöde ist halt, es ist mehr Lakritze als Gummibärchen drin. War halt nicht wirklich ein fairer Handel, aber ja. Nichtsdestotrotz werde ich, glaube ich, die anderen Varianten, diese Sauer-Variante, glaube ich, wieder eher holen als die. Aber ich glaube, für jeden, der Lakritze mag, und ich finde das Verpackung auch mega, mega hübsch aufgemacht, aber für jeden, der Lakritze mag, ist es auf jeden Fall was. Und ja, der kommt auf jeden Fall auf seine mystischen Wunderlandkosten. Und dann gab es auch mal wieder ein Ballisto. Das ist ja dieses Traubennuss-Variante. Dann wurde auch fleißig Tee getrunken und zwar zweimal diesen Nighttime Berry Tee, also das ist so ein Bären-Kamille-Tee, mega, mega lecker. Dann gab es auch wieder Kindertee mit Erdbeer-Heidelbeer-Geschmack und dann wieder so ein Puka-Tee, das ist Grüntee mit Limette, Ingwer, ja. Und vorne steht drauf: I love you, but I love you, Timor. Und dann gab es ganz viel Holunder-Kirschtee. Mega lecker. Und dann gab es wieder ein Puka-Tee. You are sunshine on a rainy day. Und das ist Bio-Chai-Gewürztee mit Zimt, Ingwer und Nelke. Also der ist halt ein bisschen scharf durch den Ingwer. Und also sowas muss man mögen, aber mega, mega lecker. Und Ingwer ist gut für die Abwehrkräfte. Und ja, Grüntee. Also der Zimt und der Ingwer machen halt, dass es scharf ist. Und der Grüntee und die neigen, beruhigen halt so ein bisschen den Magen. Und durch diese ganzen Gewürztee wird halt auch der Körper so ein bisschen gereinigt. Dann kommen wir zu den asiatischen Duft. Und zwar ist einmal eine Mix Nudes Box alle gegangen. Und zwar von Kao Song Song. Keine Ahnung. Und die schmecken wirklich richtig lecker. Hier sind wirklich die verschiedensten Sachen drin, die man sozusagen beim Asiaten holen kann. Es sind auch Wasabi-Nüsse mit dabei. Und Wasabi-Erbsen und Sesamböllchen, Chili-Bollen und also es sind wirklich die tollsten Varianten und die sind auch mega süß aufgemacht. Das zum Beispiel sieht aus wie so eine kleine Sushi-Rolle. Und ja, hier sind halt auch Krebstiere drin, Erdnüsse, ja, Wasabi, Chili-Pulver, Sesam, Soja. Und Klebereis. Nüsse und Milch natürlich auch. Also auf jeden Fall eine bunte Mischung und eine gute Abwechslung. Und ja, ich finde auch die Verpackung so richtig cool. Aber ja. Dann ist auch, ja, sind wieder so Schokokekse gegessen worden. Die sind so leicht süß, dadurch, dass, wie heißt dieser, grobe Zucker obendrauf ist und es ganz, ganz leicht nach Schokolade schmeckt. Mega lecker und ja, es wurden wieder Chocolate Flavor gegessen, gebackene Reissnacks, mega, mega lecker und sie machen wirklich süchtig und ja. Jeder, der bis jetzt davon einmal probiert hat, konnte danach nicht wirklich aufhören, bis die Tüte leer ist. Und sie schmecken halt wirklich richtig gut. Und ja, sie sind, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an diese Fruity Loops erinnern könnt von Kellogg's. Das waren ja solche kleinen, dünnen Ringe. Die sind, ja, die sind ungefähr so groß, die Ringe. Und die sind halt schon gut dick. Also die sind wirklich ungefähr so dick. Also sie sind größer und dicker auf jeden Fall wie Fruity Loops. Also da habt ihr wirklich richtige
Ringe. Reisringe. Schmecken auf jeden Fall mega lecker. Und falls ihr mal so im Asialaden seid, könnt ihr die auf jeden Fall mitnehmen. Dann habe ich ja zu einem Buch, eine kleine Buchpaketbox bekommen gehabt. Und ja, da war eine, ja, da waren so Goodie-Sachen dabei, Goodies. Und ja, einmal waren da Shortbread, also pure Butter-Shortbread. Das sind so Kekse. Und ja, Butterkekse, die halt so ein bisschen dicker sind, von der Marke Walkers. Das Ganze kommt aus Schottland. Genau. Und die Butter, also es wird hergestellt in Schottland mit Butter aus UK und Irland. Okay. Wieso nicht? Und dazu gab es, weiß gar nicht, ob man das lesen kann, Schottisch Blackcurrant, das ist so Mrs. Brightest, das ist so, ja, wie so Marmelade. Und die Marmelade macht man sozusagen oben auf diese Kekse so ein bisschen drauf. Und dazu gab es noch einen wunderschönen English Tea. Und der hieß wirklich English Tea. Und es hat wirklich richtig lecker geschmeckt mit diesen Keksen und der Heidelbeer. Blackcurrant Heidelberg, doch Heidelbeer Marmelade, mega, mega lecker. Und ja, ich finde es schade, dass das nur so ein kleines Gläschen war. Und ja. Und dann passend dazu gab es natürlich wieder eine Vanasch die Weltbox. Und ja, das Thema diesmal war. Jetzt wartet kurz, ich hol's. Und das Thema zu der Vanasch die Weltbox ist England. Und ja, ich war natürlich mega happy, weil ich ja zu dem Zeitpunkt da gerade diese schottische Marmelade mit den Keksen und den Tee genossen habe. Und ja, an dem Tag kam dann auch noch die England-Box. Es hat natürlich gepasst und ja. Und ihr kennt ja das Heft schon von den anderen Ländern. Hier ist natürlich wieder so ein paar Facts über England. So was so typisch Englisch ist. Und ja, so Fun Facts. Dann haben wir natürlich noch das, was man unbedingt in England sehen sollte. Und ja, und dann natürlich, was in der Box ist. Das zeige ich euch jetzt natürlich nicht, um zu spoilern. Und ein Harry Potter Quiz. Und unten sind natürlich Jam Roly Poly, wie man die sozusagen macht. Und ja, ein Rezept zu den Jam Roly Poly. Und ja, das mit dem Harry Potter Quiz ist natürlich schon ein bisschen mega geworden. Und passend dazu gab es eine Karte von England. Obwohl ja eigentlich schon London drauf ist, aber ja. Weil der Big Ben, oh, sieht aber auch so schön immer aus, die Fotos, die sie da benutzen. Ja, das hat natürlich riesig gepasst und wir haben davon natürlich auch schon was leer gemacht. Und zwar das Getränk Pepsi Max. Ja, Raspberry und es ist natürlich wie gerade alles mit Nose, also kein Zucker, Zero und es schmeckt widerlich, also ja. Ich mag diese Zero-Sachen überhaupt nicht mit den Süßungsmitteln und es ist zwar kein Zucker drin, aber es sind dafür drei verschiedene Süßstoffmittel drinne. Und ich finde, das Ganze macht es nicht besser, weil ja, von diesen Süßstoffmitteln kriegt man im späteren Alter Demenz. Also kann man zumindest bekommen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, wenn man sich halt nur von sowas ernährt. Und ja,
Und in diesen Zuckergetränken ist halt nur Zucker drinne und ja. Die sind jetzt auch nicht gerade besser. Am besten soll man halt zuckerfreie Getränke trinken. Aber ja, wenn ich Zuckergetränke trinke, dann nehme ich richtige Zuckergetränke und nicht dieses Zero. Es hat wirklich wie so ein, ja, wie so ein Himbeersirup geschmeckt. So richtig. Uah. Also da hat es mir wirklich die Zähne hier alles nach oben gestellt. Also es war echt heftig. Und ja. Und dann haben wir auch Malteser Cake Bars probiert. Die sind mega, mega lecker. Und ja. Die sind natürlich separat nochmal in so kleine Extra-Tütchen eingepackt. Ja. Was natürlich gerade nicht wirklich, ja, von den ganzen Plastik runterzukommen irgendwie. Es ist angeblich recyceltes Plastik, was ich mir nicht vorstellen kann, weil Plastik immer nur zu, ich glaube, 2-3% davon kann überhaupt wiederverwendet werden und der Rest landet im, ja, im Ozean oder in anderen Ländern, wo es verbrannt wird und dann die ganzen Chemikalien durch die Luft gehen. Ich weiß nicht, ob das Ganze, dieses Plastik wieder aufverwerten und neu nochmal zu benutzen, irgendwie produktiv ist. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil wirklich zu wenig davon wirklich recycelt wird. Also man kann sich vielleicht vorstellen, vielleicht so ein Stückchen kann wiederverwendet werden, da das natürlich mit einer Folie laminiert ist und irgendwelche Glanz- und Mattschutzsachen da noch drauf sind und deswegen ja, das meiste nicht wirklich benutzt werden kann. Aber mega lecker, mega, mega lecker. Ja, das war es auch schon. Ich verlinke euch natürlich zu der Panache die Weltbox wieder den Rabattcode unten in der Infobox. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!